Hallo Leute und willkommen zurück bei Lies of P. Und ich würde mal sagen, bevor wir noch lange rumschnacken, legen wir einfach los. Ich finde die Fabrik viel zu geil, um hier irgendwie noch Zeit zu verschwenden. Lassen wir die Erkundung beginnen. Da haben wir das letzte Mal noch nicht runtergeschaut. Okay. Au, 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 au. Man darf die gar nicht so unterschätzen hier. Oh, was ist denn das? So geht's natürlich auch. Klinge eines Salamander-Dolchs, Griff eines Oh, das ist eine neue Waffe. Klingt nach Feuerwaffe. Aber mit Sicherheit auch noch. Oh, aber es ist ein sehr kleiner Dolch. Es ist nee. Das ist Spielzeug. So was haben Kinder. Und das ist ein Hieb nach vorne. Das ist nee. Da kannst du die Gegner nur kitzeln damit. So, und hier heißt es jetzt mal kurz aufgepasst, ob ich da... Na, ich muss vorbei können, da hinten ist ja ein Item. Ja. Geht also vorbei. Versteckter Mondstein, sehr gut. In die Fabrik kommt man sowieso rein. Aber hier sind wir dann oben und können einige Items noch einsammeln. Die darf man hier wirklich nicht unterschätzen. Diese unfertigen Puppen können ganz schön gefährlich werden. So, kommt da noch irgendwas oder war es das dann? Ja, also jetzt geht es dann tatsächlich nach unten. Aber wenn es schon nach unten geht, dann will ich auch... Hallo? Mit Schmackes nach unten kommen. Nee. Vergiss es. Bist du kaputt oder stehst du auf? So, das dürfte es jetzt aber gewesen sein hier. Oder will noch irgendwer? Hat noch irgendjemand nicht? Moment. Nee, sah aus wie... Als würde es da reingehen, da ist aber nichts. Steht von euch einer auf? Nein. Ah ja, da waren wir ja das letzte Mal. Da ist dann was nach unten gekracht. Und soll suggerieren, dass wir da auch nach unten soll. Oha. Das ist nicht gut. Oh, das schaut nach Ärger aus. Ich will da nicht runter. Muss ich da jetzt runter? Wahrscheinlich schon, ne?
Was ist das, was ich hier habe? Ja, Attributsreinigungsampulle. Ich will hier was zum Werfen haben, nämlich das hier. Geh weg! Au, au! Spinnst denn du? Ja, dann nach hinten kannst du gerne hauen, das ist mir egal. Au. Au. Jetzt hör halt auf. Mir kommt vor, der wartet so richtig. Ich pack fest. So richtig drauf, dass meine Ausdauer aus ist. Dann geht er zum Angriff über. Ja. Aber ich habe keine Energie mehr. Das ist natürlich auch nicht so schön. Irgendwie komme ich hier wieder weg. Muss irgendwie rausgehen auch wieder. Gibt's ja nicht. Wie wär's damit? Es leuchtet rot auf. Das heißt, es ist irgendwo so ein Schmetterling in der Nähe. Ja. Entschlossenheit-Kurbel. Eine Kurbel, die in der Werkstatt erfunden wurde, um die Feineinstellung bla bla bla. Schauen wir uns dann im Detail an. Feuerbombe. Da unten ist der nächste Stargazer. Und da ist eins der Rohre, wo ich wahrscheinlich zu diesem großen Vieh da draußen komme. Elektroblitz, Schleifmittel. Schauen wir einfach mal. Aber ich vermute schon. Ja, da sind wir irgendwo anders. Hi! Das ist giftig hier. Ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus. Es ist also auch Gift dabei. Meine Freude hält sich in Grenzen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Sehr sogar. Vor allem, weil da vorne so ein großer Bubi ist. Oh. Das ist noch so eine Puppe. Na komm schon her. Au. Und den tut das natürlich wieder nichts. Na komm schon mit. Kommen Sie mit, hier werden Sie geholfen.
Hier werden sie auseinandergenommen. Ja, komm schon. Ja, genau. Hier resettest du, ne? Ist doch auch ein Arsch. Er kommt nicht mit. Er kommt einfach nicht mit. Aber ich glaube, da ist ein bisschen mehr Platz. Ja, wirklich viel auch nicht, aber komm mal hier hin. Aua. Wir haben ja heute schon deine Blitzaffinität festgestellt. Oh, das war's für dich. Da ist schon wieder so eine kleine Pestbeule drin. Und das Ergo-Fragment, hier leuchtet es auch ein bisschen so rot. Ist ja auch irgendwo so ein Flatterfling. Ja, da ist irgendwo einer. Wo ist er? Da ist er. Aua! Na toll. Jetzt habe ich mich zu sehr von dem ablenken lassen. Kann ich natürlich den dicken Bubi nochmal machen. Aber ich würde mal sagen, ich laufe einfach an denen vorbei jetzt. Und schaue, ob das Dingens da hinten noch liegt oder ob ich den jetzt nochmal besiegen muss. Aufleuchten zumindest tut nichts. Weil wirklich weitergehen tut es hier nicht. Hier ist einfach nur Loot. Oder geht's. Da geht's rauf. Oder? Nö. Also zurück zum Stargazer, dann. Muss man hier nicht sein. Hier geht es ja auch rauf. Da geht es auch rein. Bist doch sicher, du bist eine Finte. Okay, da liegt aber was und das will ich haben. Tschüss. Grüße Sie! Hey, den hat's nicht erwischt! Nochmal! Nochmal! Schneller, 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 schneller! Einmal noch! Danke.
Ich habe irgendeine Abkürzung freigeschaltet, von der ich nicht weiß, dass es sie gibt, okay? Ich habe das dumpfe Gefühl, das erwischt mich gleich hier. Du lässt da die Kugeln runterfallen? Nee. Ich habe nicht auf meine Energie geachtet, jetzt hatte ich aber Glück im Unglück. Feuerachsklinge! Eine Feuerachs, das lasse ich mir einreden. Und das Ergo-Fragment? Na, sieh mal einer an, der gestiefelte Kater und der Fuchs. Na, wenn die beiden nicht Ärger bedeuten. Okay, der ist gut. Beichten eines Arztes. So, was kann ich jetzt hier machen? Oh! Ich mache eine Brücke. Sieht nach Shortcut aus. Oh, fantastic. The pipe fit like a glove. Well, like a pipe. That fit. Idioms, you know? Ich will jetzt aber trotzdem mal mit dem Fuchs und mit dem gestiefelten Kater reden. Nee, Straßenkater, glaube ich, hieß er. Admirers seem to follow me everywhere. Are you carrying the latest edition of Vanini's Landmark Guide? It's the most popular non-fiction work in Kraz these days. Maduro wrote the actual guide. Vanini published and financed it. It goes for a premium at the shop, but Maduro might not get his cut. He went missing recently, which of course made that volume more popular than ever. If you can get all three volumes collectors want, bet you can get 5,000 for it at the shop. But you're in luck. I have a conscience and a powerful sense of self-preservation. I'll let this one go for 500. That's a good investment. Don't sleep through it. Wish you had this, and the price is a steal. Let me know if you have any interest. Nein, danke. Pleased to see you, my stalker friend. You made it all the way here, unbothered by ruffians. You've got talent. I've never seen you before, but who cares? This may well benefit our former client. Did you catch that subtle whiff of money in the air? Moneybags himself, Lorenzini Vanini, is inside this factory this very moment. You caught us on our return trip. We had to deny his ridiculous request in person just to be sure it wasn't a joke. All we could do was laugh. Keep your whiskers up if you're heading in there. He is the richest man in Krat. Or so they say. Who knows? Maybe he's handing out bags of money to lift his spirits. Ha! That seems unlikely. No way are we doing that. Well, anyhow, best of luck. Best of luck to you, my friend. Okay, die sagen so nicht sehr viel. Ein Sternfragment.
Au. Andere Seite. Die Fabrik bis jetzt gefällt mir wirklich extrem gut, das muss ich schon sagen. Das Leveldesign ist hervorragend. Oh, du bist wieder was Normales. Oh, aber machst du ordentlich Aua. Hey, komm! Wie wenn sie sich absprechen würden. Oh, jetzt ist aber Ruhe hier. Sehr fix hier. Und das Ärgerfragment habt ihr bewacht? Was den Dreifaltigkeitsschlüssel benutzt. Will ich da tatsächlich jetzt reingehen? Das riecht doch so richtig nach Falle. Was ist das? Okay, das macht die Leiter hier nach unten. Moment mal, bin ich da, wo ich denke, dass ich bin? Ja. Das heißt, ich habe jetzt die Gelegenheit, dass ich zum Stargazer gehe. Und dann zurückgehen in diesen Raum. Kann nicht schaden. Es sei denn, der Fuchs und die Katze haben mir jetzt den Raum ausgeraubt, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das eher ein Lootraum sein soll. Blaublutfrack und ein Quarz. Ein Quarz ist schon mal verdammt gut. Was ist das? Drei Schafen, eins. Du, der die Tür... Du, der die Tür was geöffnet hast, sei eins mit den Großen. Okay. Frage des Tages. Hat dieser Fabrikarbeiter jemals gedacht, dass er wie eine Puppe zerstört werden würde? Hat er wahrscheinlich nicht. So, wo geht's jetzt hier weiter? Hier kommt uns erstmal eine halbe Armee entgegen. Der da ist ziemlich tot. Da geht es hier wieder so ein bisschen nach draußen. Und hier ist die Abkürzungstür. Oh oh. Aua. Au. Du bist ziemlich unschön.
Und der macht Feuer nicht allzu viel aus. Au. Der hängt fest. Das nutzen wir doch mal aus. Schwertmeister-Amulett. Klingt gut. Wird es wahrscheinlich auch sein. Au. Die Flammen tun tatsächlich noch weh. Ihr hättet helfen können. So ganz nebenbei. So, was habe ich jetzt in Gang gesetzt? Mir schwant da Übles. Also das hier habe ich nicht in Gang gesetzt. Ich weiß nicht, was ich in Gang gesetzt habe, wenn ich ehrlich sein soll. Absolut keine Ahnung. Aber wir werden nichtsdestotrotz jetzt zurückgehen. Zum Stargazer und die Folge für heute wahrscheinlich beenden. Ja, nicht nur wahrscheinlich, werden wir auch. In der nächsten Folge geht es dann weiter hier in dieser höchst interessanten Fabrik. Gefällt mir tatsächlich bis jetzt wirklich sehr gut. Auch der Stil des Spiels selber, diese Steampunk-Atmosphäre ist wirklich gut gelungen. Und ich bin nicht leicht zu beeindrucken von Spielen. Ich bin eine ziemliche Meckerliese, was das betrifft. Sobald mir irgendwas nicht passt, meckere ich schon. Aber bis jetzt überzeugt dieses Spiel sehr, sehr gewaltig, auch vom Schwierigkeitsgrad her. Und ich würde mal sagen, an der Stelle beenden wir auch unsere aktuelle Folge und wir sehen uns gesund und munter in der nächsten Folge wieder. Ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.